Sie werden in dem Dokument keine direkte Antwort darauf finden. Das ist auch gewollt. Das ist nicht nur ein Kompromiss, sondern das ist auch eine Pädagogik. Denn es geht nicht um die Frage Ja oder Nein. Dahinter stehen natürlich auch sehr existenzielle Fragen, die ich hier gar nicht kleinreden will. Aber die Synode hat eines deutlich gemacht. Es geht um genaues Hinschauen. Es geht um Begleiten. Es gibt nicht die Situation von den wiederverheirateten Geschiedenen, sondern es gibt eine riesige Vielfalt von Situationen, die genau angeschaut werden müssen, die differenzierte Begleitung brauchen und in deren Begleitung es auch Unterscheidungen geben kann, die schon Papst Johannes Paul in seinem berühmten Schreiben vor 30 Jahren, Familiaris Consortio, sehr klar formuliert hat. Man muss sich die Situationen genau anschauen und dieses Differenzieren erlaubt keine Rezepte, sondern erfordert Kriterien. Kriterien der Unterscheidung. Und wenn Sie in dieses Synodenpapier hineinschauen, dann finden Sie eine ganze Reihe von sehr sorgfältig formulierten Kriterien, nach denen im Einzelfall und in der Einzelbegleitung eines Ehepaars oder einer Familie vorgegangen werden kann. Sobald wir differenzieren, und wir differenzieren immer, ja, ob wir es zugeben oder nicht, und die Schwierigkeit, die Herausforderung der Begleitung ist mir völlig bewusst, auch aus vielen Gesprächen mit unseren Priestern, dass das alles eher als einfach ist. Aber es ist unvermeidlich. Und deshalb ist die pastorale Klugheit die größte Kunst. Gregor der Große hat gesagt, das ist die größte Kunst, ist die Seelenführung. Also, und Seelenführung heißt nicht einen einzelnen Menschen führen, sondern einen Mensch, der in einer Gemeinschaft eingebunden ist, in seiner Familie, Ehe und natürlich in einer Gemeinde. Ja. Und dass viele Priester uns Bischöfen sagen, ja, ihr habt das leicht, ihr sitzt da oben in euren Ordinariaten, aber macht das einmal konkret vor Ort, das ist völlig klar. Es ist im Grunde ein Appell an die Seelsorge. Und wenn Sie die Artikel 81, 82, 83, 84 anschauen, also es heißt dort, glaube ich, Begleitung und Integration. Und es wird eben gesagt, es soll eine stärkere Integration geben als bis jetzt. Da werden auch Beispiele genannt, dass ja in einigen Gegenden auch eine ganze Reihe Dinge bewusst ausgeschlossen waren für Wiedervereinigungsgeschichte. Es geht nicht nur um diesen Punkt der Kommunion, sondern um Patenamt. Also es gibt verschiedene Bereiche, in denen bis jetzt auch bei einigen Bischofskonferenzen deutlich war, das können Wiedervereinigungsgeschiedene nicht tun. Denken Sie bis an unsere Diskussion über das Arbeitsrecht in Deutschland. Das ist ja in den Ländern sehr unterschiedlich. Der große Schritt dieser Synode ist doch erstmal nicht diese Einzelheiten zu bestimmen. Wenn der Raum geöffnet ist, wie er da benannt ist, es ist nichts einfach als Sünde und Widernatürlichkeit und nichts kommt davon vor. Ich bin sehr froh, dass dieser gesamte Duktus mit zwei Dritteln bis in diese heiklen Stellen abgesegnet worden ist, wenn ich das mal so sagen darf. Das macht jetzt für diese Riesenerwartungen, die jetzt in alle Einzelheiten hier aufgebaut werden, ein ganz kleiner Schritt sein. Aber für den Schritt einer Kirche, die nicht nur lehrt, sondern auch lernen will, und das haben wir in den drei Wochen, ist das für mich ein großer Schritt. Es gab eine klare Entscheidung der Redaktion, die Frage der homosexuellen Partnerschaften als solche nicht in diesem Papier zu behandeln. Durchaus mit einer berechtigten Voraussetzung, dass es hier um Ehe und Familie geht und dass die gleichgeschlechtliche Partnerschaft trotz anderer Sprachgebräuche
von kirchlicher Seite nicht als Ehe bezeichnet wird. Das ist eine Partnerschaft, das ist aber nicht eine Ehe. Denn natürlich bestehen wir darauf, dass die Ehe auch eine klare Definition hat. Ja, ist die dauerhafte Partnerschaft von einem Mann und einer Frau, die grundsätzlich offen ist für neues Leben. Diese Definition der Ehe kann für uns nicht zur Disposition stehen. Das heißt natürlich nicht, dass zivilrechtliche Bestimmungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, dass das von uns abgelehnt würde. Das soll auch geregelt und soll geordnet werden. Aber eigentlich wurde zu Recht von vielen gesagt, gegenüber dem Entwurfstext, das Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist ein eigenes Thema, ein Thema, das auch behandelt werden muss, aber nicht in diesem Zusammenhang. Und dann darf man natürlich ehrlicherweise auch sagen, hier spielt die kulturelle Diversität eine wichtige Rolle. Es haben uns, ich sage das jetzt durchaus in einer gewissen Ungeschütztheit, es haben uns Bischöfe aus anderen Kulturkreisen sehr deutlich gemacht, dass das für sie auch politisch untragbar wäre, wenn sie mit einem solchen Papier nach Hause kommen. Das muss man einfach respektieren. Es war nicht das zentrale Thema und wurde deshalb auch nicht zentral hier behandelt. Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, welche Dramatik in diesen Tagen war. Also hinter mir saßen zwei afrikanische Bischöfe, mit denen ich permanent im Gespräch war, weil, es verkürzt, immer der Vorwurf da war, ihr erwartet von uns, dass wir eure Überzeugung, Werte übernehmen und wenn wir das nicht tun, westliche Welt, dann sperren wir die Gelder. Wenn wir nicht Abtreibung, Frauenfrage, Homosexualität genauso formulieren. Der Verdacht des Kolonialismus und des Selbstwertgefühls, wir sind Selbstwertgefühl. Und das müssen wir immer berücksichtigen, da können wir nicht sagen, jetzt kommt der deutschsprachige Zirkel mit den besten Ideen und dann dankt die ganze Welt uns dafür. Das ist ein langer Prozess und der ist auch mit vertrauensbildenden Maßnahmen und Wachsen. Und da ist besser, wir sind vertrauensvoll auseinandergegangen, mit einem, am Ende der Synode steht ein Doppelpunkt hier und nicht ein Punkt. Und wir haben aber Vertrauen gewonnen und wir werden nicht mehr so anfangen vor 3 Wochen, wie wir angefangen haben, wenn wir heute weitergehen. Wir werden auch weitergehen. Eine Frage, die ja oft auch gekommen ist, was ist denn eigentlich der Sinn? Also der Synode, was hat sie gebracht? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und auch während der 3 Wochen gestellt habe. Am Anfang diese einzelnen Statements der verschiedenen Bischöfe gehört hat, da waren schon gewaltige Unterschiede. Und wenn man sich bewusst macht, dass Menschen aus der ganzen Welt, und das sind die Bischöfe, in allen Orten dieser Welt zusammenkommen, die haben ja bestimmte Bedeutung auch dort, wo sie sind. Und in diesen 3 Wochen ist irgendwie so ein kollektives Bewusstsein gewachsen zu wichtigen Fragen. Und das ist für mich eigentlich ein großer Wert, dass sozusagen ein Bewusstsein der Solidarität entstanden ist in den ökonomischen Fragen, in den sozialen Fragen, dass es eine Horizonterweiterung ist und eine Bewusstseinserweiterung. Ich sage jetzt bewusst. Und wenn jetzt jeder heimgeht, mit einem veränderten Blick auf verschiedenste Situationen, dann wird sich weltweit, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber das glaube ich, auch etwas ändern. Und insofern ist die Synode für mich schon ein Beitrag zu einer positiven Veränderung des Weltbewusstseins, ich sage es jetzt ein bisschen dramatisch, in der Frage und der Bedeutung der Familie. Also wenn Sie meinen, dass Sie jetzt zu wenig Sensationelles gehört haben, dann würde ich mal einen Blick auf die Nummer 27 empfehlen, denn da hatte ich einen richtigen Hoppla-Effekt, als das vorgetragen wurde. Das ist dieser Absatz über die Frau, heißt einfach La Donna. Und da steht dann ganz unten, dass in der Kirche dringend mehr Verantwortung an Frauen weitergegeben werden muss, dass die in Entscheidungsprozesse eingebunden werden müssen. Das ist natürlich irgendwie kalter Kaffee, aber für uns in der katholischen Kirche doch immer noch eine starke Botschaft. Wir Ordensleute haben das heute noch besprochen. Also wir möchten im Nachgang zur Synode auch noch mal so ein paar Hilfestellungen fürs Synodensekretariat ausarbeiten übers Prozedere. Wir haben ja durch unsere Generalkapitel relativ viel Erfahrung
mit so ähnlichen Vorgängen und da auch deutlich nochmal das Thema anbringen, wie ist das mit der Rolle von Frauen bei einer Synode, was kann da jetzt passieren? Aber ich finde das hier eine starke Vorlage, die tatsächlich da in der Synode, im Synodenpapier plötzlich aufgetaucht ist. Also aus meiner Gruppe kam das nicht. Und das hat mich wirklich, also da habe ich gedacht, alle Achtung, da bewegt sich plötzlich wieder was. Jetzt, wenn man nur mit der geschiedenen Wiederverheiratetenbrille schaut, überliest man das, aber das ist wirklich, dachte ich, da geht was weiter. Es gibt noch ganz andere Aspekte, die wahrscheinlich erst im zweiten, dritten Lektüre auffallen. Ich habe zum Beispiel bei der heutigen Textbearbeitung einen Zettel neben mir gehört, was bedeutet das für unsere Gemeinden? Da sind Dinge drin, die verändern die ganze Ehekatechumenat, Ehepastoral. Zum Beispiel, die Eheschließung muss eine Gemeindefeier sein, nicht eine Privatfeier des Freundes- und Familienkreises. Die Gemeinde heißt das Ehepaar willkommen in der Liturgie. Da muss Begeisterung der Gemeinde rüberspringen. Es sollen sich Patenschaften bilden, ältere Ehepaare, jüngere Ehepaare, die gemeinsam den Weg gehen. Das ist so herausfordernd an vielen Stellen, das Papier für Gemeinden, das müssen wir auch mal lesen.